Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist The Duel Test Drive 2 auf dem Super Nintendo. Ja, dieses Spiel gab es nicht nur auf dem C64 oder auf dem Amiga, da wo es glaube ich bekannt geworden ist, sondern nein, das gab es auch auf dem Super Nintendo und ihr kriegt gleich sogar noch die Mega Drive Version. Die 16-Bit-Konsolen-Variante, wir werden gleich sehen, ist ein bisschen anders. Beim C64 Amiga kennt ihr es, ihr könnt ja dementsprechend auch Playlisten generieren. Ich habe auch Zusatzsachen. So, da sind zum Beispiel das Game Option Menü, finde ich ganz gar nicht so schlecht. Wir machen mal auf Ultra Lutsche. So, das ist die Steuerung. Dann spielen wir es einfach mal. So, ihr habt einmal natürlich den 959er, dann natürlich den Lamborghini Diablo und den Ferrari F40. In dieser Version nur drei Autos. In der Originalversion war es ja Kampf Ferrari gegen Porsche und dann konnte man, glaube ich, mit Supercars das erweitern, glaube ich, nochmal fünf und Muscle Cars waren dann, glaube ich, nochmal fünf. So, wir nehmen dann als Opponent. Komm, nehmen wir den Klassiker. So, jetzt habt ihr hier vier Strecken. Das ist ein bisschen anders. Beim Original war eine Strecke vorgegeben und es gab dann einmal eine European Scenery Disc und eine California Scenery Disc. So. So, der schaltet jetzt auch so, dass man nicht kaputt geht. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen beim Test Drive 2. Merkt euch mal ein bisschen diese Version, weil die Mega Drive Version ist ein bisschen anders. Ich sage extra anders. Ob die besser ist, das lasse ich gleich euch mal bewerten. Aua! Wo kam der denn her? Ja. Dort fahre ich, glaube es hängt. Da seht ihr übrigens die obere Anzeige, wer wie vorne ist und das, was so ein bisschen aussieht wie ja, ein schlechtes Feuerzeug, das ist die Tankstelle. Da muss man hin. Mein Gott. Ja. Da habe ich gerade irgendwas überholt. Das ist nicht gut. Seht so ein bisschen. Ah. Ne? Es ist nicht unbedingt für einen Controller ausgelegt. Also im Prinzip ist, wenn ihr die Fähigkeit habt, besonders bei Amiga, das Ding mit Maus zu steuern, es ist dann doch ein wenig lockerer. Hier ist es ein bisschen sehr träge. Aber zum Thema träge kommen wir gleich noch, wenn wir beim Mega Drive sind. Dann erreicht das Wort träge noch ganz andere Dimensionen. Es hat mir nämlich auch einen Tipp gegeben, dass... Oh, das ist, glaube ich, die Radarfalle, ne? Ja, genau. Polizei gibt's ja auch. Mal Falschparker aufschreiben. Erstmal nochmal einen Donut reinschieben. Ah! Ihr seht, das ist... Also das Steering, das Steuern ist wirklich... Oh, ist das träge. Oh. Da wird wirklich die Milchschal. Also das ist... So, sind wir aber glaube ich schon da. Dann bremsen. Zack. Ha, passt. So, dann sag mal, wie gut ich war. Driving isn't for you. Genau. Gib nicht deinen Job auf. Fahren ist nicht deine Welt. Naja. Weiter geht's. Nächste Etappe. So, das sind so die Wertungen. Brauchen uns aber nicht großartig zu interessieren. Ja, genau. Eine tolle Highscore. Großartig. Wie das war's. Hallo? Bin angekommen. Na gut, nehmen wir mal den nächsten im Bunde. Das war noch ein bisschen kurz. So will ich es dann doch nicht haben. So, dann fahren wir jetzt gegen Porsche. Können auch gegen die Zeit fahren. Dann machen wir das. Aber ich bin noch angekommen. Verstehe ich nicht. Also ihr seht zum Beispiel auch in diesen Versionen andere Armaturen,
Also bei der C64 Amiga-Version haben sie es dann auch sogar auf die Spitze getrieben. Ich glaube, das war dann bei der Corvette, glaube ich, dann habt ihr sogar Digitalanzeigen, also richtig animierten Kram gehabt. Boah, steuert der sich. Ja, die Kratzer auf dem auf der Windschutzscheibe, die habe ich auch nicht verstanden, ob das jetzt Fliegen darstellen sollen oder einfach nur Dreck. Weiß ich nicht. Kann mir bitte mal einer erklären. Egal wie, es nervt. Da schon wieder. Ja. Die Karre fährt sich auch nicht unwesentlich besser. Das soll ein Sportwagen sein, ne? Hätten sie vielleicht nochmal tunen sollen, Mensch. Gut, vielleicht hätten sie auch einen anderen Fahrer gebraucht, das weiß ich nicht. So, ich hole dich erstmal wieder auf. Wie wird der stehen? Ach, der sieht nur so aus. So. Oh, die Hälfte hat tatsächlich schon wieder geschafft, der Strecke. Aber sonst an sich, wenn ihr die Version findet, ich denke mal für Super Nintendo-Sammler sicherlich jetzt nicht total falsch. Ich wusste eigentlich bis vor ewigen Zeiten gar nicht, dass es diese Version gab. Es gibt ja Testdrive noch für alle möglichen Versionen. Ah, seht ihr. Ah, jetzt sehe ich das. Genau, das ist auch da sozusagen mal eben kurz der Polizeiwagen angezeigt. Das ist doch was. Die Polizei, dein Freund und Helfer und Knöllchenschreiber. So, komm, gib Gas. Da, genau, geht's zur Tanke, da muss ich hin. So, einmal Vollbremsung. So, sollte doch reichen, oder? Oder fahre ich jedes Mal ran vorbei? Jetzt bin ich mal gespannt. Sportwagen können deutlich schneller fahren. Das ist schön, ich freue mich. Jetzt habe ich aber doch hoffentlich Level 2 erreicht, oder? Ja. Wird doch mein. Ja. Also auf Rookie ist das relativ schaffbar. Also, wenn ihr euch jetzt nicht so deppert anstellt, wie ich das mache, dann geht das eigentlich ganz locker. So, wir gucken mal, wie gut wir diese Strecke machen. Und dann zeige ich euch auf jeden Fall gleich die Mega Drive-Version. Die hat ein paar Sachen, ja, anders. Kann man also diskutieren, was ist wieder besser? Ob man wieder die Nintendo-Fassung, die mit Sicherheit die bekanntere sein dürfte, oder die Mega Drive-Fassung interessant findet. Uah. Okay, das hat jetzt nicht gecrashed. Warum auch immer. Ja, ja, ist mir egal. Hab ich Angst vor der Polizei? Ich hab einen Sportwagen, Mensch. Wenn einer beschleunigen darf, dann ja wohl ich. War ja teuer genug, die Karre. Und das ist nicht etwas, um mal hier gleich wieder das Klischee zu machen, dass man irgendwas hier kompensieren will. Nein. Denn wir wissen ja, auf vielen Straßen kann man locker 200 oder sogar 300 fahren. Vor allen Dingen zum Bäcker. Uah. Weg, 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 weg. Und wir auf die andere Seite. Ja, ja, mach ruhig deine Radarkontrolle. Es ist mir egal. Ja, ja, komm. Du holst mich eh nicht. Ja, komisch. Dass man jemanden bei den Geschwindigkeiten locker abschütteln kann, das ist ja überraschend, ne? So, wir sind gleich da. Ja gut, vielleicht mache ich da irgendwann ein bisschen mehr von. Könnt ihr ja mal entscheiden, ob ich da mal vielleicht sogar das mal komplett durchzocken soll. Ja, zu früh bremsen brauche ich jetzt auch nicht. So, wieder in Time. Ja, genau, das war er schon zufrieden. Das ist doch schön. So, gut, würde ich sagen, das war die Super Nintendo-Fassung. Jetzt kommt...
Mega Drive-Fassung. Bis gleich. Hallo zur Sega Mega Drive-Fassung. Das ist VDL Test Drive 2. Ihr seht, das wirkt alles ein wenig schneller. Das Spiel hat noch ein paar andere Sachen, die ein bisschen anders sind. Aber das seht ihr gleich. Lasst das einfach noch ein bisschen durchlaufen. Ja, was Musik angeht, was findet ihr besser, die Super Nintendo-Fassung oder das hier? Ich kann es mir denken. Ja, der Mega Drive war nicht unbedingt die Soundmaschine, nicht wirklich. Sega hat da ganz gute Sachen rausgekriegt, aber ich glaube, so andere Publisher, eher weniger. So, ihr seht, sieht, naja, ein bisschen grober aus. Und ihr habt was. Ich zeige euch das. Ihr habt Musik. Ja, Outrun lässt grüßen eben, ne? Das ist Cruising. Das ist Open Road. Cruising hört sich auch zum Rennen ein bisschen seltsam an. Und da dachte ich, als ich das Intro hörte, die ersten Klänge, dachte ich, ist das Mortal Kombat? Fight! Ich weiß nicht, ob das so unbedingt wahnsinnig zum Rennen passt. Ja, und Dream Drive, wenn ich böse bin, könnte fast aus Outrun stammen, ne? Oder so Lotus. Dann nehmen wir das auch. So, wir spielen Test Drive 2. Die Autos, ja, finde ich ein bisschen schöner, wenn ich ganz ehrlich bin. Lamborghini in Schwarz. So, komm, wir haben jetzt den, komm, nehmen wir den F40. So, wir können, gegen wen sind wir noch nicht gefahren? Ah, fahren wir mal gegen hier. Ihr seht, hier habt ihr jetzt nur drei Strecken. Warum auch immer. Und jetzt geht's los. Na komm. Keine Ladehemmung. Ihr seht, die Anzeigen sind ein bisschen anders, aber ihr seht, glaube ich, wie unglaublich träge diese Steuerung ist. Oh, als hätte man einen 18-Tonner unterm Arsch. Also, oh. Also da muss man wirklich Muskelkraft anwenden. Oh. Boah. So, komm. Gib Gas. Oh, da hat man schon fast gar nicht gesehen, auf welcher Straßenseite der fährt. Ja. Wir haben noch vier Leben. Ich freue mich. Ah, seht ihr auch mal eine Polizei? Grüße, Schutzmeister. Ihr könnt natürlich hier runterfallen. Damit seht ihr auch, dass die Strecken tatsächlich anders sind. Ah. Ich liebe diese Steuerung. Habe ich das schon erwähnt? So, deswegen, ich bin... Also das wäre, glaube ich... ja, das ist, glaube ich, ein neuer Kick, glaube ich. Statt Achterbahn fahren mit mir, Serpentinen fahren. Ich glaube, das ist... mehr als... Oh. Ja, natürlich. 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 Yes. Oh. Ja, das ist eine super Strecke zum Beschleunigen. Mal gucken, ob wir das Ziel erreichen. Sieht im Augenblick nicht gut aus, wenn ich ganz ehrlich bin. So, komm, wann hört denn dieser komische Berg mal auf? Ja. Last Life, ja, das wird, glaube ich, nicht wahnsinnig viel. Und du mogelst dich auch noch dadurch, ne, ist klar. Also ihr könnt immer bewerten, was euch mehr zusagt. Also, ihr seht, wir haben hier so ein paar Feinheiten eingebaut, die ganz interessant sind, aber ob ich die jetzt unbedingt brauche, dass ich jetzt auch die Fahrer sehe. Ja, das war klar, dass das nicht gut geht. Na komm, nehmen wir nochmal eine Strecke.
Ja, genau. Großartig. Großartige Leistung. So. So, Kommt, nehmen wir mal hier den MK-Sound. Vielleicht fahre ich damit wilder. So, einmal den Porsche. Wir fahren wieder gegen den F40. Ach komm, wir nehmen die Wüste. Dann müsste es doch mal freies Feld geben. Aber der Soundtrack ist seltsam, ne? Also das ist, ich glaube, wenn das nicht da wäre, es würde keinem fehlen. Also, ich weiß nicht, wie sie drauf gekommen sind, aber mein Gott. War wahrscheinlich wieder irgendwann das, ist langweilig, man Musik. Hat aber Outrun geklappt. Ah, nur bei Outrun war die Musik gar nicht schlecht. Da gibt es ja auch unzählige Remixes von. Ich glaube, hiervon nicht wirklich. Okay, das war der lustige Schutzmeister. Dann fahren sie mal. Mal gucken, ob sie die Karre einfangen können. Also auf der Geraden fahren die Dinger natürlich wie geschnitten Brot, ne? Da gibt's gar nichts. Obwohl, der steuert sich jetzt ein bisschen besser als... Das ist aber wahrscheinlich nur purer Zufall, glaube ich. So, wir sind an der Tanke. Ja, ich habe verpasst, ne? Ja. Super. Also muss man tatsächlich in dem kleinen Minifeld landen. Naja, gut. Gucken wir uns die nächste Etappe auch nochmal an. Dann habt ihr aber sozusagen alles gesehen. Ihr könnt ja dann mal entscheiden, ob wir auch mal andere Versionen machen sollen und ob ich diese Version hier mal länger machen soll. Gerne. Das ist jetzt nicht Grottenunterhaltung. Man muss sich halt ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ja, jetzt scheint es doch zu... Boah, wie soll das denn gehen? Boah. Ja, ist klar. Fahrt, wie ihr wollt. Freie Fahrt für freie Bürger, oder was? Aber ich bin mal gespannt, was ihr besser findet. Ob ihr die Super Nintendo-Fassung oder die Mega Drive-Fassung besser findet. Also beide Versionen sind absolut spielbar, da gibt's gar nichts. War das, um mal wieder vollkommen abzulenken, das sah doch jetzt eher nach Chef und Sekretärin aus, ne? Die wir da gerade gerammt haben. Tja, haben wir wahrscheinlich jetzt gerade mit der Aktion nicht nur einen Unfall bewirkt, sondern auch eine Ehe gerettet. Ja. So macht man spannende Geschichten übrigens. Na, ist schon wieder ein Polizist. Ach, du hast gesehen, ich war zu schnell. Hm. Woran hast du es erkannt? An der Staubwolke? So. Den Level haben wir auch wieder. Ah, natürlich. Ja gut, aber die... Ja, natürlich. Ach komm, ich kann ja mal halten. Passen wir mal ein Ticket. Sehen wir das auch mal. Das ist schön, sogar mit Bild. So, komm. Jetzt machen wir noch die letzten Meter. Dann haben wir es hinter uns. Ah, schon wieder verpasst. Großartig. Über die Bremsen müssen wir hier nochmal nachdenken, glaube ich. Das war Test Drive. Einmal fürs Super Nintendo und einmal fürs Mega Drive. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wenn ihr wollt, tobt euch mal einfach auf meinem Kanal um, aus, hin, was auch immer ihr wollt. Und wenn ihr wollt, abonnieren, kommentieren, bewerten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.